ist halt, Falk baut halt GPS-Geräte, die eher, sag mal, sehr einfach in der Bedienung sind und ihre Stärken im automatischen Routing haben. Mhm. Also gerade für Fahrradfahrer interessant. Ja, gerade so abseits der normalen Straßen, genau, ist das immer das Problem. Genau, die dann auch fast wie ein Kfz-Navi über Radweg- und Wanderwege routen können. Und das ist jetzt sozusagen in dem Update für dieses Falk Lux. Moment, ja, das Problem war immer, dass es nur für Deutschland und deutschsprachigen Raum Karten gab. Mhm. Und jetzt kommt also dem nächsten Update raus, dass es auch OSM-Karten frisst. Ah ja. Ja, aber das ist immer schwierig. Gerade für Saudi-Arabien habe ich jetzt wieder gesehen, da gibt es nur OSM-Karten, da sind nur die Hauptstraßen drauf. Wobei, für sowas würde ich immer empfehlen TUNAV. TUNAV baut halt absolute Allesfresser, was Karten angeht. Die sind halt in der Bedienung relativ kompliziert, aber man kann Rasterkarten drauf spielen und auch nicht nur wie bei Garmin kleine Stückchen, sondern auch großflächig. Größere Flächen. Also, und selbst gescannte und georeferenzierte Karten. Also man kann sich irgendwelche alten sowjetischen Militärkarten von Tadschikistan besorgen und kriegt sie auf das Gerät drauf. Ja, das ist immer das Problem, dann das Material. Das ist der große Vorteil bei TUNAV. Mhm. Deshalb würde ich also für so abgelegene, wer viel in ganz abgelegenen Gegenden unterwegs ist, immer empfehlen, TUNAV-Gerät zu nehmen. Ja. Ist allerdings in der Bedienung relativ kompliziert und für Gegenden, wo es fertig aufgearbeitete Vektorkarten gibt, da wäre dann die Alternative, sind dann natürlich die Garmin-Geräte einfacher und die kosten so 3,79 so oder hier 2,99 jetzt? Ja, der kostet im Moment, haben wir ihn vergünstigt, den TUNAV für 299 mit dem Hintergrund, dass angekündigt ist, dass demnächst ein Nachfolgemodell rauskommt. Ah, ja. Es wird nicht große Unterschiede haben, aber dadurch ist das alte natürlich jetzt deutlich vergünstigt. Ja, okay. Danke. Tschüss.